Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Ihr werdet es schon bemerkt haben, es ist kein Intro vorne dort und ich habe es wieder versehentlich gelöscht, weil ich den Speicherplatz freigemacht habe und in dem alten Intro-Erstellungsprogramm, da geht nichts mehr. Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen Intro-Erstellprogramm und sobald ich eins habe, wo wieder was geht, gibt es auch wieder ein Intro. Aber momentan gibt es halt jetzt kein Video, kein Intro, das kann jetzt eine Weile dauern, bis ich wieder was gefunden habe, wo ich Intros erstellen kann. Und ja, ich habe heute 5 Themen. Beziehungsweise 4, weil das erste ist 2 in einem. Und zwar wegen Max ermittelt und die YouTube-Views. Ich habe mir jetzt da 2 Tage vorgenommen, weil Test am Montag Folge 53 habe ich bereits vorgedreht. Und zwar habe ich mir überlegt, für Max ermittelt machen wir da Dienstag um 19 Uhr und am Donnerstag um 20 Uhr kommen dann die YouTube-Views. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, das herzurichten und zum Vordrehen, die beiden Sachen. Also morgen Abend dann praktisch schon mal Max ermittelt und am Dienstag oder Mittwoch drehe ich dann schon die YouTube-Views vor. Dann kommen wir zum zweiten. Warum kam eigentlich gestern kein Max grüßt? Das ist der Grund, weil ich das Zimmer aufgeräumt habe. Die Liste habe ich aber schon gemacht. Die kommt halt dann nächsten Samstag, weil nächsten Samstag kommt dann wieder ganz normal Max grüßt. Das war jetzt bloß, weil ich das Zimmer aufgeräumt habe, weil da war schon wieder so ein Chaos. Ja? Aber nächsten Samstag holen wir es nach. Dann das vierte Thema. Das wäre eigentlich gewesen Reaktion-Video vom Kanal Sonnenseite und Video verlinken. Aber das machen wir anders mal. Ich habe jetzt noch was anderes. Wir haben ja vor einigen Jahren von Max TV auf Riegeltime umbenannt. Ja? Und jetzt haben wir den Namen Riegeltime schon so lang. Jetzt schwört mir schon die ganze Zeit das in den Kopf rum, ob ich nicht einmal den Namen umändere. Und bei der Gelegenheit können wir es ja wie damals machen, bloß ein bisschen eine andere Art, weil ich kann das nicht, weil das mit dem Zuschneiden wie damals, das ist ein bisschen blöd. Da hat der Basti ein bisschen mitgeholfen damals. Aber ich kann es auf Notizzettel schreiben oder auf verschiedene Blätter halt. Und dann das in so eine Dose rein oder irgendwas und dann raussuchen. Und ihr könnt mir wie damals Vorschläge für einen Kanalnamen in die Kommentare schreiben und die geeigneten schreibe ich auf und dann ziehe ich mit Augen zu irgendeinen Zettel und der Zettel, wo gezogen wird, das ist der Kanalname. Also falls ihr euch zurückerinnern könnt, mit dem Basti gemeinsam haben wir so, da waren wir noch in YouTube, in Juno. Aber in Juno bin ich ja gesperrt, das ist eh blöd, ich hab Juno schon lang nicht mehr. Vielleicht krieg ich es ja im Tablet wieder hin. Muss ich ja mal versuchen, dann bin ich auch wieder in Juno. Aber da gebe ich euch dann noch bekannt. Wie gesagt, ihr könnt mir Vorschläge für einen neuen Kanalnamen, weil immer nur Riegeltime die ganze Zeit, das ist ja auch langweilig, mal wieder einen neuen Namen, das wäre schon mal cool. Schreibt's mal einfach mal eure Vorschläge in die Kommentare und die geeigneten, die schreibe ich ab und tu's dann irgendwie in der Box rein.
Und im nächsten Kaffeeklatsch am Sonntag losen wir dann aus, was für ein Name der neue Kanalname ist. Weil Riegeltime haben wir ja, wie gesagt, schon einige Jahre jetzt. Und ich finde, immer wieder nach bestimmten Jahren kann man mal einen neuen Kanalnamen machen. Naja, auf jeden Fall müsst ihr jetzt einfach mal in die Kommentare loslegen. Bin auch mal gespannt, was euch alles einfällt. Und jetzt kommen wir zum Kommentar der Woche. Den Kommentar der Woche blende ich euch kurz ein. Und wir hören uns gleich wieder, weil ich es vorlesen werde. Ja, der Kommentar der Woche ist heute von Warnschild. Ein Gruß an Warnschild. Und zwar hat er geschrieben, machst du mal einen Discord auf? Du bist so unnahbar. Wenn man direkt mit dir schreiben und reden könnte, wäre das ziemlich cool. Also auf dem Tablet mache ich jetzt kein Discord. Oder ich weiß auch nicht ganz genau, wie der Discord geht. Auf jeden Fall hier auf dem Tablet ist es ein bisschen blöd mit dem Discord. Aber sobald ich wieder mal ein Handy habe, können wir gern einen Discord machen. Aber sobald ihr Handy habt, gebe ich es wie gesagt hier in dem Video bekannt, dass ich dann per Tablet drehe. Ansonsten sehen wir uns jetzt sofort wieder. Ja, das war jetzt der Kommentar der Woche. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, so passt die neuesten Videos nicht. Ihr könnt, wie gesagt, in die Kommentare Namensvorschläge für einen neuen Kanalnamen reinschreiben. Die geeigneten schreibe ich mal auf und tue es in der Box rein. Da habt ihr jetzt eine Woche Zeit bis zum nächsten Kaffeeklatsch. Und dann ziehen wir einen Zettel und das wird dann der Kanalname. Also wie gesagt, ihr könnt mich abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Social Media Sachen stehen im Bild und sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und wo man Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten habe die Ehre. Wir sehen uns.